Was geht ab, liebe Leute in Außerirdischen? Guten Morgen wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben es aktuell kurz nach 6, wie ihr sehen könnt, und ich bin einfach an einem Feiertagmorgen wach. Draußen ist es noch dunkel, oder fast dunkel, und ich bin jetzt gerade noch an den letzten Sachen hinrichten, weil ich heute was Spezielles geplant hatte. Ich habe auch noch keine Ahnung, wo ich meine Brille hingelegt habe, die muss ich auch noch suchen, sonst sehe ich gefühlt nur halb so viel. Jedenfalls bin ich heute, oder heute war eigentlich was geplant, was wir unbedingt machen wollten, weil ihr kennt ja alle diesen Spaßvogel hier. Und mit dem wollten wir eigentlich was machen und hatten auch noch ganz viele andere Leute dazu eingeladen und hatten das auch richtig cool geplant. Allerdings ist irgendwie dazu gekommen, dass 60% nicht kann, entweder aus Krankheit oder einfach so keine Zeit mehr plötzlich. Und ja, was soll ich sagen? Das heißt, zu zweit oder zu dritt machen wollten wir es dann jetzt auch nicht so ausführlich und deswegen haben wir gesagt, wir werden das auf jeden Fall verschieben und wir machen das heute trotzdem in der kleinen abgespeckten Version, weil wir uns einfach übel drauf gefreut haben. Und das heißt jetzt für mich, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre erstmal 1,5 Stunden zu diesem Spaßvogel hier. Erstmal noch ein paar letzte Sachen richten, Brille suchen und dann let's go. Ach ja, hätte ich fast vergessen. Oder verdrängt, oder nicht gewollt, oder keine Ahnung. Aber wir haben gesagt, wenn wir uns wirklich mal treffen, dann sollten wir da safe sein. Und deswegen puppel ich mir jetzt in der Nase. Aber wait a minute. Mir fehlt diese Flüssigkeit. Here it is. Ich hasse diese Dinge, habe ich ja schon mal gesagt. Gestern wurde tatsächlich in Amerika das erste Mal ein Atemtest anerkannt. Ja, keine Ahnung. Ein Atemtest für Corona, das klingt auch komisch. Vor allem, weil wir jetzt einfach jahrelang diese scheiß Dinge hier gewohnt waren. Ach ja. So. 5 Stück ran. Und dann noch 10 Minuten warten. Also, 15 Minuten später. Ich denke, das ist eindeutig. Definitiv schwanger. Und dann damit würde ich sagen, können wir auf jeden Fall los. Ich nehme das Ding mit, einfach auf zum Beweis für Goldie. Ich weiß nicht, warum das hier so flimmert, aber das nervt auf jeden Fall. Aktuell haben wir eine Außentemperatur von 10 Grad. Es soll auf 18 Grad hochgehen, deswegen ziehe ich jetzt auch nichts Wärmeres an. Ich habe zwar noch ein paar wärmere Sachen mit, aber ja, sehen wir dann. Let's go, würde ich sagen, damit man das nicht drauf. Und dann geht's rein. Ja Leute, endlich, ihr seht, da vorne ist das Auffahrschild für die Kackautobahn. Also wir sind jetzt mittlerweile so knapp 4 Kilometer unterwegs und Goldie neben mir hat da hinten einfach einen extrem großen Spielplatz mit so einem Netz gespottet. Da will er jetzt unbedingt drauf, deswegen deswegen laufen wir jetzt da einen kleinen Umweg hin. Was soll's. Ich meine, solange es noch funktioniert, können wir auch noch rennen, ne? Ich hab Tracking-Schuhe, bei mir kommt nichts rein von außen. Ach ja. So, mal gucken, ob das so hoch. Kann da hoch tinken. Ja, von wegen. Das war vielleicht mal früher, kam das zu größer vor. Mit Kamera für YouTube ist das jetzt nicht so easy, ne? Wegflexen und aus oben hier rauspacken. Warum machst du das so unkenntlich?
Alles gut, wir gehen dann, okay? Ja, auf jeden. Wir haben uns dazu entschieden, jetzt nach einer ganz kurzen 2 Minuten Pause einfach weiterzugehen. Ich meine, als Kind hätte ich das hier sicher geliebt, ne? Schreibt mal eure Meinung dazu in die Comments. Ja, ich habe euch noch gar nicht wirklich erzählt, was wir hier eigentlich machen. Ich kann euch mal kurz einen aktuellen Stand hier einblenden. Wir sind jetzt aktuell schon so um die 12 bis 13 Kilometer unterwegs gewesen. Und zwar haben wir uns einfach spontan gedacht, lass uns einfach mal laufen. Eigentlich haben wir ein bisschen was anders geplant, weil, wie schon am Anfang erwähnt, ich habe ja heute Morgen schon ein bisschen was erzählt. Wir hatten ja ursprünglich eine große Route geplant, ungefähr 40 bis 50 Kilometer, das dann auch gesponsert werden soll. Ich meine, dieses Video hier auch Werbung, aber trotzdem halt nicht vollumfänglich, weil wir es einfach verschieben mussten. Es sind zu viele krank geworden, zu viele haben einfach keine Zeit oder keinen Bock. Und da haben wir gesagt, wir verschieben es einfach auf nächsten Urlaub. Und ja, jetzt muss ich noch kurz einen Screenshot machen, dass ihr hier eine Einblendung haben könnt. Und was sagt dein Power Level, Flo? Mein Power Level? geht eigentlich. Also abgesehen von meinem kleinen Zeh habe ich noch keine Probleme. Wie viel Prozent so? Ich könnte locker noch mal durch. Also das, was wir bis jetzt haben, schaffe ich definitiv noch. Also so 30 Kilometer kriege ich auf jeden Fall hin. Danach sehen wir mal, ob es kritisch wird. Oder ob ich vielleicht in den nächsten 10 Kilometern da doch meine Meinung noch ändere. Aber im Großen und Ganzen denke ich schon, dass es so läuft. Habt ihr irgendwelche Probleme? Ah, oh, die Zehen. Meine Ferse, aber das ist nicht so schlimm. Okay, also geht noch. Motivation ist da? Motivation ist da. Let's go. Ungefähr 60%, aber geht. Also würde ich sagen, auf die nächsten 10 Kilometer. Also, eigentlich hatten wir gerade ein Lost Place auf der Karte entdeckt und wollten uns das mal angucken. Da darum aber jetzt gerade gebaut wird, laufen wir jetzt zurück. Shit happens. Golden Craft ist nicht so begeistert davon, aber ein Versuch war es wert. Wir laufen hier die ganze Zeit einfach über diesen Weg nach oben. Wir haben gerade noch eine Pause gemacht, war vielleicht ein Fehler, weil jetzt haben wir ein bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken und jetzt laufen wir einfach seit den letzten 5 Minuten diesen Berg hoch. Und vor allem, das Ding bremst uns halt übel aus, weil wir einfach einen Umweg laufen müssen, diesen Berg hoch. Und auf der anderen Seite müssen eigentlich da oben hin, da wieder runterzukommen, weil einfach die Wegführung so scheiße ist. Goldie, irgendwelche Kommentare dazu? Ach, einfach atmen, dann geht's durch. Bin nur ich zu sehen wegen hier gucken. Oh. Schade. Ach ja. Und wieder mal Richtungswechsel. Durch. Ist Rückwärtslaufen nicht ultra unangenehm? Wenn man es kurz nur macht, dann nicht, aber die Wärme fuckt das übelst ab. Boah, ey, was drückt die Sonne jetzt auf einmal? Ohne Witz, ich schalte mal kurz um. Die ganze Zeit ist so ein Wetter. Und jetzt laufen wir einfach in strahlenblauen Sonnendings entgegen. Ey, das ist echt gefühlt senkrecht, ne? So 90 Grad mäßig und so. Und das Traurige ist, hinter uns laufen Leute. Mit dem Kinderwagen und Hund, glaube ich. Und die haben uns einfach gleich eingeholt. Es ist doch traurig. Das ist wirklich traurig. Da unten. Aber wenigstens ist der Ausblick geil. Ja. Ich glaube, wir ziehen mal noch ein bisschen durch, machen noch ein paar Kilometer und dann melde ich mich mal, wie wir oben sind. Einmal Reisesecurity, wie fühlen Sie sich gerade? Außer Atem. Wir denken, wir sind nur 500 Meter hochgelaufen. Und was sagt der liebe Goldie? Ja, Atmung regulieren, passt schon. Hallo. Bock auf nochmal 20 Kilometer? Ob jetzt? Alter, Motivation steht auf jeden Fall. Treppen oder die Scheiße? Also man erkennt es ein bisschen, dass es leicht steil ist, aber... Leute, das ist einfach nochmal fast gefühlt doppelt so stark wie das, wo wir eben hochgegangen sind. Goldie hat sich für Treppen entschieden. Ich werde erstmal fürs Flache ausprobieren, weil das sind schon hart viele Stufen. Ich kann ja ab der Hälfte wechseln. Ja, let's go. Ich habe beide bei auch mal meine Jacke ausgezogen. Wobei jetzt hier oben halt wieder mehr Wind geht, also ist vielleicht auch, ach, egal. Ist alles nicht so, egal wie man es macht, das ist nicht richtig. Okay, ihr entscheidet euch beide für Treppen.
Bin mal gespannt. Hin und her. Bin mal echt gespannt. Boah! ohne Scheiß ist gerade voll entspannt. Goldie hat ein paar Probleme, habe ich das Gefühl. Nee, gar nicht. Hell no. Stein im Weg einfach. Ja, aber wenn die Sonne so weiter draußen bleibt, muss ich echt Kapuze noch aufsetzen, ne? Sonst habe ich nachher wieder Sonnenbrand. Meinst du, es ist aber auch nicht gerade angenehmer? Eine Eidechse. Ich weiß gar nicht, ob man sie sieht. Wo ist sie? Hier hinterm Stein. Ah, da. Na. Ja. Ich weiß, ich habe noch einen neuen Titel. Goldie von Eidechsen angegriffen. Yay. Einfach nur Goldie vs. Godzilla, Alter. Kein Clickbait. Ach ja. Ey, gefühlt, das wird immer steiler, ne? Ich finde es angenehm, wenn man den Flow drin hat. Das Problem ist, dass die so schmal sind, diese Stufen, beziehungsweise so zu tief, dass du kaum Höhe machst mit einer Stufe. Was ist noch bis nach oben? 100 Stufen. Nee, Spaß. 5 oder so, gefühlt. Sind die Treppen noch so kaputt? Ey, ich schwöre, ey, die Treppen haben einfach den Tick. Oh mein Gott! Gönnt euch mal diesen Ausblick. Da hat's eine Treppe. Treppe sag ich schon, eine Bank. Also, wir haben jetzt hier eine richtig schöne, überhaupt nicht schreckliche Treppe gefunden, die absolut bei mir am Zeh drückt. Du darfst einfach vorne aufdrücken, und hinten aufdrücken, das ist voll schwierig. Fällt halt nur fast hin, aber ich habe keine Schmerzen. Ja, das ist geiler, hinfallen oder Schmerzen, Alter. Ja, aber das eine ist das eine zum anderen, oder? Boah, jetzt kippen die Stufen auch noch, Alter. Ja. Endlich. Ja, da vorne geht's weiter. Ach ja, wir laufen jetzt wieder in den Ort rein. Mal gucken. Goldie will noch jemanden besuchen. Na, mal sehen. So, mal wieder damit eine kleine Pause. Und zwar gab es ein Eis. Oh Mann. Also, ein Eis und zwei Zwischenstopps bei Goldies Freund. Später hat er sich dazu entschieden, jetzt doch mit uns mitzukommen. Bin mal gespannt, wie lange er Bock hat. Und gerade hat uns dann auch noch ein Fahrradfahrer angehalten. Hier im Stadtgebiet gibt es wohl eine Ostereiersuche. Ziemlich lustig. Da gibt es wohl jetzt irgendwie einen Plan. Hier steht jetzt immer 19 drauf. Scheint ganz interessant zu sein. Und ja, wir warten jetzt auch schon ein paar Minuten. Mal gucken, wie lange er jetzt braucht und ob er sich für die Kamera traut. Wird auf jeden Fall interessant. Aktueller Zwischenstand, wir haben knapp 21 Kilometer, sind jetzt genau 4 Stunden am Laufen gewesen. Natürlich mit Pausen, kommt noch ein bisschen was dazu, aber ja. Und bei euch, wie ist die Motivation? Ganz, ganz weit unten. Ach ja, wollt ihr ein bisschen was zu Schmerzen erzählen? Mir tut alles weh, aber ich bin trotzdem motiviert weiterzumachen. Ja, Blasen sind gekommen, Blasen sind geplatzt. Kommt und geht. Die Blase muss platzen. Oh Mann. Nee, also ich habe auf jeden Fall Bock, ich will auch echt noch ein bisschen weiterlaufen. Also wenn irgendwann jemand sagt, er steigt oder sie steigt aus, dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht, aber ich habe auf jeden Fall noch wahrscheinlich als Einziges da am meisten Bock. Auch Goldies Kollege hier hat so gefühlt nur so aus Überzeugungsarbeit jetzt ein bisschen Motivation. Bin gespannt, aber nach den 10 Kilometern, wenn wir hier wieder im Ort sind, weil wir dann einen Schlenker laufen und zurückgehen, aber dann immer noch so motiviert ist. Und der Blick verrät auf jeden Fall was anderes. Also, Goldie meinte vorher noch, ich habe zu wenig aufgenommen, deswegen mache ich mal kurz einen Zwischenstand. Ich habe mittlerweile eine Cappy auf, weil die Sonne extrem darunter ballert.
Wie sieht's bei dir aus? Wie ist dein Motivationszustand? Gut. Und bei euch? Läuft noch? Im Körper, was sagt der? Ja oder nein? Körper hat vor ein paar Stunden schon angefangen. Ja, Bruder, was machst du für eine Scheiße eigentlich? Stop it, stop it. Aber Kopf sagt, Bruder, halt's mal. Einfach weiter, let's go. Ich meine, aktuell haben wir jetzt, glaube ich, noch so 7 oder 8 Kilometer. Und dann sind wir knapp vor der 40-Grenze, wenn wir auf jeden Fall ankommen. Also ich glaube, Umweg brauchen wir nicht, aber... Ich bin bei 41.100 jo, Kilometer. Kilometern auf jeden Fall. 41.000 Kilometer. Wahrscheinlich. Okay, ich würde sagen, gehen wir weiter. Wir haben aktuell 33 Kilometer. Und die Motivation ist einfach bei allen Teilnehmern übel am Ende. Vor allem, weil wir einfach hinten noch durch die knalle Sonne durch müssen. Jetzt einfach schon gefühlt Sonnenbrand des Todes kriegen. Und so langsam kommt auch echt bei jedem die Ermüdungserscheinung durch. Also ohne angeben zu wollen, ich habe ja bisher am besten durchgehalten, würde ich behaupten. Aber langsam habe ich auch echt genug. Dieses ganze Auf und Runter, das ist einfach nur scheiße. Und dann durch diese ganze hässliche, krasse Sonne. Ich meine, man sieht ja diesen Unterschied hier im Gesicht. Das ist echt schlimm. Und gerade durch diese Sonne haben wir jetzt noch so einen Kilometer ungefähr, den wir auf jeden Fall auf den Berg laufen müssen. Und darauf haben wir echt alle keinen Bock. Ja, mal gucken, wie es uns nachher gesundheitlich geht. So Leute, nochmal einmal festgehalten für die Nachwelt. Wir haben jetzt knapp über 35 Kilometer auf der Uhr und sind auch tatsächlich fast wieder an Goldies Haus angekommen. Und ich meine, wie ist die Motivation? Nicht mehr so ganz. Nicht mehr vorhanden. Auf jeden Fall hat es bisher immer noch Spaß gemacht, obwohl es auch echt anstrengend ist. Aber ich glaube, zum Fazit und wie es jedem körperlich geht, kommen wir einfach später noch zu. Jetzt laufen wir einfach mal die letzten 150 Meter gefühlt noch heim und dann war es das für heute. Schönes Training. Alter. Also ich meine, man sieht es mir ein bisschen an, ich bin dezent fertig. Ja. Acht bis so. Das ist... Oh, da kommt's Essen. Salat. Also das sind die Italia-Salate. Okay. Das ist so gefühlt 1 von 100. Das sind 2. Noch mehr und das ist... Tobi und Vanessa. Achso. Ja, gefühlt ist er aber nicht wirklich nur Beilage, das ist gefühlt genauso groß. Habt ihr Hunger? Nö. Ich glaube, das haben wir uns verdient. Ich muss doch noch vom Haufen noch ein Foto machen. Wollt ihr noch schnell was zu eurem Gemütszustand erläutern? Kurz vor. Ich unterhalte mich. Platt. Ja. Ich glaube, so richtig die Schmerzen und so kommen erst morgen durch. Schmeiß runter. Ja. Und ich glaube, wir essen jetzt erstmal und dann sehen wir mal weiter. Also, danke. Ich will ja nichts sagen, aber diese Pizza ist so groß, da habe ich selbst mit meinem Weitwinkelobjektiv echt Probleme, die drauf zu kriegen. Das ist einfach... Aber es sieht echt geil aus. Hast du auch eine große geholt? Normal, schätze ich. Das ist eine große. Normal. Eine Ewigkeit später. Hey Leute. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben es einfach aktuell 21.30 Uhr. Ich bin gerade nach Hause gekommen und einfach brezelfertig, wie man vielleicht sehen kann. Ich persönlich habe nach wie vor eigentlich nur ein bisschen Probleme mit meiner Fußsohle und meinem rechten kleinen Zeh. Wahrscheinlich auch einen extremen Sonnenbrand im Gesicht bekommen, weil die letzten 2 Kilometer einfach extrem Sonne gebrannt hat. Ja, ich bin jetzt endlich zu Hause. Ich habe mich einfach ins Auto gesetzt und bin noch die 2 Stunden nach Hause gefahren, weil ich mir gedacht habe, komm, I don't give a fuck, ich will in meinem Bett pennen.
Ich bin jetzt auf jeden Fall durch mit der Welt für heute. Ja, ich war jetzt halt auch einfach mal gefühlt 20 Stunden auf dem Bein und unterwegs und das ist halt schon. Ja, war nicht ganz 20 Stunden, was habe ich jetzt gerechnet, aber ich bin durch, ich fange gar nicht mehr an mit irgendwas, weil, wie gesagt, das war jetzt einfach zu viel. Auch muss ich noch dazu sagen, dass ich persönlich bin da jetzt relativ gut durchgekommen, ja, so ich habe jetzt klar ein bisschen Kopfschmerzen und vielleicht auch so ein bisschen Fieberartiges oder so, fühlt sich halt so an durch den Sonnenbrand jetzt im Gesicht. Den anderen geht es deutlich schlechter. Also wir sind ja jetzt genau, ich kann es euch mal einblenden, so und so viele Kilometer gelaufen in relativ guter Geschwindigkeit, also so knapp 5 km/h, das ist schon echt krass für so normale Leute, die es eigentlich nicht gewohnt sind. Und ja, den anderen, vor allem bei Goldie und Crumble Cat und so, ist halt einfach die Tatsache, dass die letzten 15 Kilometer nicht gebraucht hätten. Also bei denen wäre nach 15 bis 20 Schluss gewesen. Sie haben es halt mitgemacht, aber um ehrlich zu sein, man hat es ihnen schon ein bisschen angesehen und die tat mir dann auch ein bisschen leid. Aber ich habe es auch ein paar Mal angeboten und unterwegs haben wir auch ein paar Leute gehabt, die uns hätten fahren können, aber das wollten sie dann einfach nicht. Und ja, wir waren alle froh, dass wir wieder dort angekommen waren. Ich meine, Goldie ist beim Essen ja dann schon fast eingepennt gefühlt. Und ich bin auch echt mal gespannt, was sie so die nächsten Tage berichten, wie es ihnen geht. Ich meine, ich habe meinen Schuh noch nicht ausgezogen, das wollte ich mir für die Kamera aufheben. Gerade mal hier links, das ist absolut kein Problem, da habe ich absolut gar nichts. Natürlich, er ist extrem dreckig und durchgelatscht, aber hier tut nichts weh, das ist einfach nur geil. Diese Trekking-Schuhe, die ich mir damals dafür geholt habe, die sind einfach nur fett, extrem stabil, extrem guter Halt und einfach enorm bequem. Allerdings beim rechten habe ich so ein bisschen das Problem. Okay, also rausgehen tue ich gut, das funktioniert super. Hier, der Zeh wurde ein bisschen gequetscht und hat gerieben. Es klebt nichts fest, also das heißt, es ist auf jeden Fall keine Blase drunter oder noch nichts Offenes. Wirklich merken werde ich es jetzt erst in der Dusche. Was auch noch weh tat, war hier unten die Sohle. Aber wenn ich da jetzt so drüber, okay, doch. Ey, die sind übel durch, ne? Also hier hat alles gerieben, das habe ich gemerkt beim Draufstehen. Allerdings so wirklich brennen tut es nur hier vorne in dem Bereich. Das ist auch ein bisschen dunkler. Wahrscheinlich ist da eine Blase drunter. Fühlt sich ein bisschen so an, aber nichts Großes. Oder es ist halt ein großer Bereich, der ein bisschen wehtut, aber so eine Blase ist wirklich nur in dem Bereich hier. Werde ich sehen, ob ich da jetzt wirklich was habe. Wenn ja, melde ich mich einfach nachher nochmal. Ansonsten. Ja, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, ne? Ich bin, nachdem ich hier angekommen bin, erstmal noch zweimal ums Haus gelaufen, weil die Luft so geil war und weil ich einfach keinen Bock hatte, gleich reinzugehen, sondern einfach das kurz genießen wollte. Also, wenn das Goldie jetzt hört, Grüße gehen raus. Kann man noch kurz auf meine Uhr gucken, um das festzuhalten? Okay, man erkennt es nicht. Ich habe jetzt. Es fehlen noch 8 Schritte, theoretisch. Und dann hätte ich die 40.000er-Marke geknackt. Da ich allerdings in der Hand sowieso den ganzen Tag gefilmt habe und das Handy in der Hand hatte und so, sind hier auch nicht alle Schritte verzeichnet. Das heißt, das sind deutlich mehr eigentlich. Ich kann mal vielleicht, wenn ich von den anderen eine Karte kriege oder eine Uhrübersicht, denen ihre Sachen einblenden. Generell, also ich habe beim Sockenausziehen, habe ich mich echt gewundert. Ich meine. Ich könnte es euch ja zeigen, aber es gibt nichts zu sehen, ja. Es ist echt krass. Also mein toller Fuß hat hier eine kleine Blase bekommen. Und ja, ich meine, er ist jetzt hier außen ein bisschen abgenutzt und auf jeden Fall sind beide Füße extrem platt. Aber that's it. Ich hab dich mehr. Momentan habe ich absolut keine Probleme mit Muskulatur oder hier Muskelkater oder so. Ich habe eigentlich, okay, auftreten ohne Schuhe ist tatsächlich gerade ziemlich unangenehm, einfach weil ich durch bin, ja. Also ich habe jetzt so viel gelaufen heute, ich stand so lange auf den Beinen, ich war so lange unterwegs. Ich meine, es hat ja angefangen, dass ich 2 Stunden zu Goldie gefahren bin. Wir sind dann eben bis um 17:30 Uhr ungefähr durch die Gegend gelatscht mit diesen 35, noch was Kilometern. Und ich bin wieder 2 Stunden zurückgefahren. Also schon nachvollziehbar, dass dann halt auch irgendwann Ende ist.
Und dafür habe ich erstaunlich wenig. Ich meine, klar, bei mir kickt jetzt ein bisschen die Hitze, die vom Sonnenbrand ausgeht. Ich meine, man erkennt es auch ein bisschen. Es ist teilweise echt komisch gerötet. Ich creme das jetzt noch ein und gehe auf jeden Fall ins Bett. Und ich glaube, den Abschluss mache ich morgen. Ich will nämlich noch wissen, wie es den anderen geht und vor allem, wie es mir morgen geht. Ob ich wirklich dann noch bei dieser Aussage bleibe oder nicht. Auftreten ohne Socken und ohne Schuhe ist schon unangenehm, wird sich aber jetzt auch die nächsten Tage legen und ich glaube nicht, dass das irgendwie heftiger wird oder so. Ich glaube, da hat Scully und Crumble Cat auf jeden Fall deutlich schlimmer erwischt. Und ja, in diesem Sinne, gute Nacht. Also, die erste Frage wäre dann halt so gewesen, wie habt ihr euren restlichen Abend verbracht? Mit den Hunden noch raus und dann versucht zu schlafen. Ich habe am Abend nicht mehr viel gemacht. Aber ich schwöre, nach einer Stunde oder so, als du gegangen bist, irgendwie in meinem Knie ist was ganz Böses losgegangen. Also ich konnte es gar nicht mehr bewegen. Ich weiß nicht, ob das einfach ein Dauerkrampf oder Muskelkater war. Heute geht es auf jeden Fall besser und so. Aber ich habe ein paar Schmerzmittel drin. Ja, pennen, wie ich schon gesagt habe, 22 Uhr wollte ich pennen. Bin bis nach 2 noch nicht schlafen können, so. Einfach weil mein Bein einfach nicht stillhalten konnte, weil einfach die ganze Zeit Schmerzen, egal nach jeder Position war. Also, schwierig. Es tut mir leid, dass ich das irgendwie lustig finde, ne? Ich bin vorhin heimgekommen und dann hat mein Vater mich gefragt, ob ich heute Nacht Schmerzmittel gebraucht habe. So, ne? Wie ist euer körperlicher Zustand jetzt gerade? Tut euch irgendwas weh? Meine Hüfte macht mir ein bisschen Probleme, ein bisschen Muskelkater auf der linken Seite und zwei Blasen an den Füßen, wo ich nicht richtig drauf treten kann. Goldi, willst du dich auch dazu äußern oder sagst du einfach als Ich Frau? tue heute jegliche Bewegung vermeiden. Nee, Ich auch versuche. natürlich Füße an den Blasen, aber das ist nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist wirklich das Knie. Blasen. Nee, aber das Schlimmste ist wirklich Schenkel, die halt übelst angeschwollen und so auch sind. Das war halt einfach beim Laufen. Das ist 2 Stunden, nachdem wir angefangen haben zu laufen, hat es halt angefangen so langsam. Es hat immer mehr gerieben, gerieben und das über all die Zeit, aber ich wollte halt unbedingt durchziehen und das habe ich die Nacht gespürt dann, sagen wir so. Das spüre ich auch heute noch. Aber ich bin jetzt gefühlt doppelt so breit, weil es einfach so angeschwollen ist. Würdet ihr beim nächsten Lauf sagen, wenn es euch zu viel ist und wirklich aufhören? Ich würde Jetzt, es wo ihr die trotzdem Erfahrung durchziehen. gemacht habt? Ich würde es trotzdem durchziehen. Ja, ich glaube, das ist auch einfach mein Ego und mein Wille zu groß. Ja, die letzte Frage, die auf jeden Fall noch interessant gewesen ist, ist so das Thema Ernährung. Wir haben zwar im Video ab und zu gesagt, wir haben ein bisschen Pause gemacht, ab und zu mal was getrunken, was gegessen, aber was würdet ihr bei eurer Ernährung ändern oder nächstes Mal mehr oder weniger mitnehmen als das, was es dieses Mal gab? Ja gut, das war so eine Art Energy. Habe ich dabei, so ein Anmisch-Energy. Und eine Flasche Wasser hatte ich dabei. Und zu essen hatte ich nichts dabei. Nehme ich das nächste Mal definitiv mit. Das Wasser war 1,5 Liter und das andere war ungefähr 0,7. Ja, also knapp ein bisschen über 2. Ja. Okay. Und bei Goldie? Ja, ich glaube, trinkenmäßig hat es gereicht. Und es ist halt so, ich glaube, man hat sich eher mit dem Trinken zurückgehalten, als mit alles zu trinken, auch wenn man Durst hat. Einfach weil man sich gedacht hat, Bruder, ich weiß nicht, wann das nächste Mal Toilette kommt, so. Also ich glaube, trinken wäre schon mehr gewesen. Und ich glaube, das größte Problem ist halt schuhemäßig. Da hatte halt, glaube ich, den meisten Vorteil, weil er halt da wirklich Wanderschuhe hatte. Ja, aber da muss man sich halt erstmal einlaufen und so braucht man halt mehr Vorbereitung. Wollt ihr noch irgendwas hinzufügen? Irgendwas loswerden? Habt ihr noch Bock auf nächstes Mal? Das auf jeden Fall.
Dann würde ich einfach an der Stelle das Video für heute beenden. Wenn es euch gefallen hat, schießt gerne mal den Like-Button als Teil des Videos unbedingt mit Freunden und Verwandten. Haut rein, bis zum nächsten Video. Und ciao.